Grüße aus dem Harzer Vorland von mir. Ja, ihr kennt mich natürlich. Ja, und hier ist die neueste Folge Let's Play Minecraft. Ja, endlich wieder da. Wie gesagt, mein absolutes Lieblingsspiel. Ich habe zwei neue Mods drauf, habe auch ausprobiert. Wie ihr seht, ich bin noch im Game-Mod. Ich habe mir gerade noch die Sachen, die ich rausgenommen habe, wieder eingefügt. Ich bin zwar nicht mehr ganz sicher, ob das genau das war, was ich hatte. Ob ich jetzt wieder Vorteile habe oder nicht. Ich habe aber extra Steinwerkzeug nur genommen. Ich glaube, ich hatte ich auch zuvor. Werde ich gleich mal den Game-Mod mal ändern. Zack, und jetzt wird auch so weitergespielt. Ja, Leute, jetzt gehen wir mal los und laufen mal schnell nach Hause. Das ist wichtig, 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 ab nach Hause. Ich glaube, ich habe sogar noch Brot in im Inventar, aber das ist ja ganz egal. Nehmen wir mal das Schwert, können wir uns dann gleich nebenbei nochmal auf den Weg Tiere töten, ein bisschen Fleisch besorgen. Ja, wie gesagt, als Mod habe ich den Ethermod. Falls ihr den noch nicht kennt, Ethermod ist halt ein Glowstone-Portal mit Wasser, was in den Himmel geht. Und ich wollte mich geil fortbewegen und habe mir den Dirtbike-Mod genommen. Der ist auch richtig gut eigentlich. Ich habe ihn auch schon ausgetestet und ich weiß sogar, wie ich die Sachen crafte. Und weit und breit ist kein Tier zu sehen. Ah, ach, doch, da ist ein Huhn. Ah, Huhn. Bock, 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 bock. Komm her, komm her, komm her, komm her. Na, warum geht denn das nicht? Klavotza, jawoll. Dann gehen wir mal schnell nach Hause. Ein bisschen schneller, da geht's schneller. Oh, Schafe. Bäh. Miep, miep. Dungeon. Na, wo bist du? Olle. Aber Wolle kann man immer gebrauchen und ich habe auch vorhin heute vor, ein Eisen zu sammeln, denn ich möchte mir heute schon versuchen, ein Dirtbike zu bauen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ja, komm her! Komm her! Oh. Ja, damit. So, gehen wir mal schnell nach Hause. Ich habe sogar eine Kiste schon aus dem Mod Ever hier, wie ihr seht, auf dem Ever Mod. Aber ich werde die Sache nicht benutzen. Damit ihr auch schon mal einen Vorgeschmack habt, was es da so gibt. Ne, aber wie gesagt, ich werde es nicht benutzen, weil ich noch nicht im Himmel in echt sein kann, oben. Weil ich brauche Glowstone und dafür brauche ich ein Netherportal. Und ich meine, dafür habe ich noch keine Diamanten, um mehr Obsidian abzubauen. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, Wolle weg. Zu essen habe ich auch nicht viel, ne? Ach, shit, ja, warte. Lassen wir den Ofen mal da hinten, falls ich mal den Ofen da hinten auch, weil ich dagegen bin. Ja, und was ich auch noch vorhabe, auf jeden Fall noch einen anderen Mod zuzuholen. Und zwar für Wetter und Tornados. Ja, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und ich meine, falls ihr es nicht wisst, guckt euch mal ein paar Videos an davon. Richtig, richtig geil, der Mod. Da sitzt du da, hast du da Blöcke, die dann die Sirene machen. Und einfach nur geil. Dann geht's los, dann geht die Sirene ab. Und dann kommt der Tornado und der zieht aber voll über die Welt drüber. Richtig geil. Sieht richtig Hammer aus auf jeden Fall. Nur ich brauche dafür Forge Ultimate und irgendwie will das nicht klappen. Ich lade mir Forge Ultimate runter und will es installieren. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Keine Ahnung warum. Muss ich mal warten, denn der Pixelo, der will ja auch das Mod haben und der wird das schon machen. Ja. Jetzt laufen wir erstmal hier rein. Eisen. Ja, das sah jetzt ein bisschen mau aus. Ich brauche Eisen. Ich brauche Eisen. Na gut, dass ich hinterm Haus auch gleich direkt eine Höhle habe. Und ah, da ist sogar Kohle. Blub. Kohle, Kohle, Kohle. Blub, blub, blub. Ja, da würde man sagen, da geht's runter. Gut, dass wir da ein bisschen Dreck bei haben. Blub, 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 blub. Wow, wow, wow. Klip, klip. Blub, blub. Oh, da unten. Creepy. Creeper.
Siehst du mich? Ich sehe dich. What the fuck? Ah, ich bin jetzt gerade ein bisschen außer Übung. Lange nicht mehr Minecraft gespielt, so in dem Sinne. Überlebensmodus, denn ich spiele zwar auf Server, wie ihr ja ein bisschen mitbekommen haben müsst. Also müsstet, ihr müsst es ja mitbekommen haben. Und da ist es nun mal so, da bin ich Moderator. Und auf meinem eigenen Server bin ich natürlich Owner. Ist ja klar, wäre schlimm, wenn nicht. Und ich meine, da tue ich das nicht im Überlebensmodus spielen. Ja, dann laufen wir mal schnell in die Höhle wieder rein. Und holen uns unsere Sachen wieder. Das fängt ja natürlich gut an. Ja, aber ich habe mich auf jeden Fall entschieden, ein kleines wenig öfter Let's Plays für Minecraft zu machen, weil ich habe mir ja eigentlich gedacht, so nicht so oft, weil das so, nur so viele machen, aber ich meine, ich habe noch nicht so Leute gesehen, so viele Leute, die das mit so vielen Mods machen, also zum Beispiel mit dem Ether-Mod, weil das ist schon was Außergewöhnliches, das macht wirklich nicht jeder. Und dann nebenbei noch ein Dirtbike, kannst du nebenbei hier noch Straßen bauen, wenn du die Wolle färbst zum Beispiel, baust du einfach nur hin, oder nimmst du einfach ganz normale Steine, wenn du immer eine Berufsfähigkeitsspitzhacke hast, das will man mehr. Da unten war Eisen. So, auf ein neues. Da unten war ich. Mehr? Keine Fackel mehr. Oh. Nein. Ganz schnell Eisen abbauen. Ich brauche viel Eisen für ein Dirtbike. So, habe ich wirklich keine Fackel mehr. Achtung, Jemine. Herrgott. Herr Je. Ich muss da hoch. Theoretisch könnte ich aber ganz schnell mal ganz schnell rüber irgendwie. Und dann noch schnell mal hier ein bisschen Eisen abbauen. Oh ja, noch mehr Eisen. Super. Kies ist nicht so mein Fall, aber ja, aber jetzt haben wir erstmal was. Mal ganz schnell wieder hoch. Ja. Okay. Hier habe ich ja ein bisschen Kohle abgebaut. Das war eins. Ich brauche mir am besten einen Dungeon. Jetzt zur Höhle. Was ist das? Weg, das ist wichtig, gute Ressourcen. Ah, ich brauche hier eine vernünftige Höhle. Wichtig, wichtig. Hier war doch vorhin eine. Ja, da. Eisen.
Ja, falls ihr euch fragt, was für ein Texturenpaket ich benutze, ich werde es euch jetzt auf jeden Fall sagen und ich werde natürlich auch in den nächsten Folgen, werde ich dann auch mal ein Download-Link reinstellen, wo ihr das dann downloaden könnt. Und zwar das OptoCraft heißt dieses Texturenpaket. Ja, ist eigentlich ein recht gutes, wie gesagt, ich finde es einfach richtig geil irgendwie. Und ich meine, das ist jetzt mein neuestes Liebling, also das, was Gronkh benutzt, benutze ich nicht mehr. Ja, ihr seht da hinten wahrscheinlich ein Haus. Ich habe hier ein bisschen rumgewerkelt, ein bisschen was rumprobiert auf der Karte. Da habe ich dann erstmal Word Edit benutzt. Nicht Word Edit, sondern MC Edit. Und das waren meine ersten Versuche. Und ja, das Haus werde ich nicht benutzen. Ich weiß auch gar nicht, ob da was drin ist in den Kisten. Ich habe nämlich nicht nachgeguckt. Dann wollen wir mal schnell eine Runde snaken, also schlafen. Knacken gehen. Jawohl. Und jetzt brauchen wir mal. Ich nehme einfach mal Holz. Ich will die Kohle nicht verschwenden, weil die Kohle gerade ein bisschen rar ist. Warte, ich mir jetzt mal so schnell ein paar Hühnchen. So lange wieder raus. Ja. In der nächsten Folge werde ich euch das Haus zeigen. Ich werde mal mit euch gucken, was in den Kisten drin ist. Wenn ja, dann werde ich das vernichten. Kohle, Kohle, Kohle. Ich brauche auch wieder Fackeln. Wie habe ich eigentlich die Helligkeit eingestellt? Option. Düster. Ja, noch lassen wir auf Düster. Ist besser. Bisschen schwieriger. Ja, die Einstellung der Monster habe ich auch auf normal gestellt, einfach, das ist blöd, das kann jeder. Normal ist da ein bisschen was anderes halt, ne? Kohle, Kohle, Kohle. Kann ich mir ein paar Fackeln machen, das ist schon mal gut. Da ist doch hoffentlich nichts. Immer so kennt bei Minecraft. Zack, von hinten kommt wieder Boom. Und weg bist du. So ist das doch immer. So, ich würde sagen, gehen wir erstmal und machen uns ein paar Fackeln, bevor wir hier wiederkommen. Und wenn wir hier, werde ich das gleich mal ein bisschen erkunden. Wie viel Kohle brauche ich denn? Ich brauche eine Kohle für den Motor. Für das Dirtbike brauche ich nichts, das läuft von allein. Ich will es auf jeden Fall versuchen zu schaffen in dieser Folge. Hinzukriegen, Bike herzustellen. Und da haben wir gleich mal ein bisschen Kohle, können wir uns dann auch gleich mal machen. Fackeln meine ich. Zack, vier Hähnchen. Nehmen wir was snaken. Das hängt hier wieder rein. Reichen. Obwohl, komm, machen wir nochmal 4 drauf. So, zack, 16 Stück. Dann haben wir gleich mal ein bisschen was im Voraus. Dann können wir nämlich gleich mal mit dem, ich würde sagen, 3 Kohlen. Können wir dann gleich mal ein bisschen Eisen fertig machen. Uns dann gleich den Motor bauen können und dann brauchen wir noch Eisen für die Räder, obwohl eigentlich aus Gummi besteht, würde ich ja eher schwarze Wolle nehmen, aber mir ist das Schnurzpiep egal. Hallo Creeper, bist du da? Wir sind zu Hause, hallo! Ja, habt ihr gerade gehört, hört sich irgendwie richtig witzig an. Auch die Endermänner hören sich geil an, die sagen irgendwie immer I love you, I love you. Das ist wegen dem Texturenpaket, finde ich richtig cool. Gefällt mir.
runter. Noch nicht. Ach, da ist auch noch Kohle. Zack. Gehen wir mal hier weiter gucken. Ich brauche auf jeden Fall noch Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Eisen ist wichtig. Ach, da unten ist eine Spinne. Hallo Spinne. Hallo. Hallo Spinne. Hallo Spinne. Bleib mal da unten. Ich brauche dich hier oben nicht. Ich brauche keine Gesellschaft. Ich bin gern allein hier. Jawohl. Die hören sich eklig an. Mensch, wo kommt ihr denn alle her? Bleib mal da unten. Tschüss, geh mal weg. Ah, Level. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Weg, weg, nein. Nö, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Ich will mich mit dir nicht paaren. Hopp! Geh weg! Geh weg! Hau ab! Mensch, jetzt Kinder, hörst du schlecht oder was? Ich will kein Date mit dir. Oh Mann, oh Mann. Da hinten das Haus. Na, wo kommst du denn jetzt her? Bist du da unten? Ja. Was machen die denn jetzt hier? Hallo. Oi, oi, oi. Komm her, komm, komm, komm mal runter da, ja genau. Jawohl! Gleich Stiefel bekommen. Geil, geil, geil. Oh, und da haben wir noch ein bisschen Hühner, ja, können wir was zu snacken holen. Ja Leute, ich wollte nur sagen, falls das heute ein bisschen länger dauert mit der Folge, mehr als 30 Minuten, dann mag es so sein, denn ich möchte nicht, dass heute unbedingt hinkriegen, diese Dirtbikes zu machen. Weil ich habe noch nicht so richtig die Gelegenheit gehabt, mit denen zu fahren. Weil es ist halt so dieses Gewöhnungssache. Wenn man sich dann gewöhnt, die dann sich einfach im Creative zu craften, zu nehmen, ist das schon ein bisschen blöd. Und dann musst du dann irgendwas, dann musst du das dann irgendwann übernehmen, was craften, dann hast du da keinen Bock drauf. Und ich meine, ich will es ja im Überlebensmodus machen. Was wissen das hier, wenn ich das im Creative spielen würde? Wäre ja nicht so optimal. Ah, dann gucken wir mal gleichzeitig, wenn wir schon mal hier sind, ich fresse jetzt einfach mal verrottetes Fleisch. Scheiß mal drauf. Gehen wir mal drüben gucken. Oh, hier ist auch ein Dungeon. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas in den Kisten ist. Auf jeden Fall haben wir hier Zaubertische, die werde ich auch nicht benutzen. Ich werde die demnächst im Game Mod, also im Creative, werde ich sie zerstören.
Und hier. Also so ist es dann. Theoretisch, was wäre ein geiles Haus, wo man seine Sachen drin hat, aber wenn, dann baue ich das selber. Werde ich demnächst einmal zerstören. Habe ich ganz vergessen, dass ich das Haus hier noch gelassen habe. Habe ich echt vergessen, das wegzumachen. Tja. Hallo. Kommen wir zu Hause. Hallöle. Hallo. Kuckuck. Keiner da. Ich will die Fackel haben. Wichtig. Na, geht die Sonne langsam wieder unter? Ja. Ich sagen, bei einem uns mal schnell an ins andere Dungeon hinzukommen, da haben wir Eisen gesehen. Ah, verrottetes Fleisch tut es im Notfall auch. Ja, also ich bin die ganze Zeit auf jeden Fall nach der Suche nach neuen Mods. Ihr werdet also dann erleben, dass ich öfter mal einen neuen Mod habe, den ich benutze. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf Aether Mod, weil das ist richtig geil. Schnell von Monster kommt. Ich höre sogar schon was. Schnell nach Hause. Jawoll, und drin sind wir. Wie sieht's denn mit dem Eisen aus? 16 Eisen. Jawoll, das war ja richtig super. Komm, da packen wir dann gleich mal hier ein bisschen Kohle rein. Zack, 9 Stück reichen. Und jetzt kommt das Eisen. Los, zack, zack, zack. Ah, das war das Ganze. Da habe ich ja hier nochmal 8 Eisen. Sagen kann ich mit dem Eisen, was ich jetzt schon habe, schon mal den Motorblock craften. Motor, die Energie. So, und dann craften wir uns auch gleich schon mal ein, kein Ring, nein. Ich will einen Reifen und davon brauche ich noch eins. Jetzt brauche ich nur noch Gold oder Lapislazuli. So, und jetzt haben wir noch 3 Eisen. Holz, vielleicht noch Eisen dazu. Also könnte ich theoretisch den Rahmen auch schon craften. So, dann packen wir das mal rein. Das ist wichtig, dass wir das nicht verlieren. Ich gehe jetzt kurz pennen. So, jawohl. Ja, ich klatsche, ne? Nicht, dass euch wundert, was das ist. Dann gehe ich mal ganz schnell ein bisschen Holz farmen. Oh, I love you, I love you. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Spinne gegessen habe. Hab ich halt. Ich brauche eine neue Kiste. Ja, die Errungenschaft habe ich jetzt hier, weil ich jetzt mittendrin gecreated war. Mal Holz und ich würde sagen, das reicht dann langsam mal. Und schnell nach Hause, geschwind. Schnell nach Hause, obwohl, warte mal, haben wir hier irgendwie Eisen? Ach, hier war ich doch schon vorhin. Geht auch nicht. Aber sieht schlecht aus. Schön, oh, aber dann Fleisch.
Essen kann immer so brauchen. Auch wenn es verrottet ist. Oder Zeit, dass wir dann auch noch einen NPC dort finden, um für Kartoffeln und Karotten. Leben, Leben, viel, viel Leben. Sieht gut aus, sieht gut aus. Dann können wir mal zusammenpacken. Was ist denn das? Ich wundere mich die ganze Zeit, warum das weg ist. Zack. Jetzt ich die Sachen da gleich mal raus. Erstmal packe ich die Sachen hier weg. Brauche ich nicht. Den packen wir auch mal kurz weg. Jetzt wird erstmal richtig umgeräumt. Ja, es fehlt jetzt noch ein bisschen Eisen, Lapislazuli oder halt Gold und Eisen. Eisen fehlt aber auch noch ein bisschen. Eisen können wir immer gut gebrauchen. Und ich würde sagen, ich werde gleich mal ein bisschen sammeln. Geschlossen habe und so werde ich natürlich den Bug ausnutzen, den es bei Minecraft gibt. Und zwar, wie man unter die Erde gucken kann. Eisen, geil. Eisen kann ich immer gebrauchen.
Eisen ist eigentlich das Wichtigste, was man eigentlich auch mit eins der wichtigsten Sachen, die es gibt. Kaputt. Oh! Rückstoß, jawoll! Roteimer, Redstone, Faden. Was hier nichts ist. Okay, schnell abbauen. Ist da noch irgendwas? Nee, Ende. Ende im Gelände. Ey, das fängt ja mal richtig gut an. Eine gute Sache. Geil. Was? Schon wieder dunkel oder was? Nee, sieht hell aus. Dann laufen wir mal zu Hause, nach Hause wie ein kleines Freundeskind. Na, lauf doch. Ich brauche unbedingt mehr zu essen. Tiere findest du echt nicht gut. Also ich freue mich schon drauf, wenn ich ein Pferd finde. So, das packen wir da einfach mal hin. Rückstoß. Geil. Ach ja. Ich muss testen, ob das auch nur mit Eisen geht. Wäre am besten. Ja, es fehlt nur noch ein Lapislazuli. Aber soll ich das jetzt so schnell herkriegen? Wenn ich jetzt wüsste, wo ich jetzt richtig schnell in welches rankommen würde, dann würde ich jetzt nicht rumstehen. Nach Kohle suche ich jetzt nicht. Wenn ich Kohle finde, lass die aber liegen. Ich weiß, wo die dann ist und außerdem weiß ich, wo ich immer noch Kohle herkriege. Jetzt muss ich nur unbedingt Lapislazuli finden. Was ist das denn? Lapislazuli, ich möchte ein Dirt Bike. Lapislazuli, wo bist du? Ich bin's, dein guter Freund. Ich komme in Frieden. Spinne. Oh,
Wow, hab ich mich erschrocken. Junge, Alter, sind mir auch die Nackenhaare hochgegangen. Auf, komm, wenn du tot bist, ist schon mal gut. Komm, bin ich laber mit dir. Jawoll! Hallo, beißen, das kannst du, ne? Sagen, da unten ist jetzt Obsidian. Sind hier kein Lapislazuli? Scheiße, voll runtergeflogen. Ja, Leute, ich würde sagen, das schaffen wir heute nicht mit dem Dirtbike in dieser Folge. Ich versuche es dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, weil ich kann jetzt nicht hier tausend, aber tausend Jahre hier warten. Nachher ist die Folge 2 Stunden lang. Ja, Leute, das war es jetzt für heute. Auf Wiedergeschauen.